Hallo meine Freunde, heute ein etwas anderes Video und zwar wollte ich euch einfach mal mitteilen, wie ich das sehe und zwar Leben nach dem Tod, ja. Wenn man so, ich habe mal ganz tief nachgedacht, ja, wie das ist mit dem Leben nach dem Tod und habe festgestellt, dass der Mensch nicht wissen darf, was nach dem Tod ist, ja. Wir gucken mal uns beide Seiten an, ja, also. Wir gehen mal davon aus, von dieser Himmel-Hölle-Geschichte, ne? Weil wenn man davon ausgeht, dass nichts passiert, dann ja, was soll man da noch weiter denken, ne? Also diese, wenn man jetzt sagen würde, wenn der Mensch jetzt wissen würde, nach dem Tod kommt er in den Himmel, ja? Wenn das jeder Mensch wissen würde, und im Himmel ist es so, dass man sich alles halt wünschen kann, komplett alles, ja? Alles, was man sich nur erträumen lassen kann, passiert dann einfach, ja? Und man ist unsterblich und was auch immer. Das würde doch dazu führen, dass jeder Mensch direkt umbringt, oder? Das wird doch einfach dazu führen, dass einfach alle sich töten, oder es würde so gesagt keine Morde mehr geben. Wenn du jemanden ermordest, dann tust du ihm so gesagt einen Gefallen. Dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Zentralen geben, wo du hingehst und dich töten lässt oder so, ja? Wenn jeder Mensch wüsste, er kommt dann in den Himmel. Deswegen kann man das nicht wissen und man darf es nicht wissen. Jetzt die Gegenseite, ja, wenn man wüsste, man kommt in die Hölle, so, ja, man hat irgendwas Schlechtes getan, wenn du irgendein Tier, sag ich mal, auf eine Ameise drauf tust, hast du jemanden getötet und dann kommst du in die Hölle, oder auch was für Gründen aus immer du in die Hölle kommst, dann wär's doch genauso. Wenn du weißt, dass du in die Hölle kommst, du fällst da irgendwie in Lava rein oder so und dann brennst du, kannst aber nicht sterben und brennst halt unendlich lange, bis in die Unendlichkeit, was auch immer, ja, dann wäre das Leben doch ganz anders. Dann, ich weiß nicht, da würde man vor dem Tod auch in irgendeine Zentrale gehen, wo man sich da hinlegt und dann mit Spezialgeräten, einer Spezialflüssigkeit am Leben gehalten wird, damit man noch so lange wie möglich vor sich hin vegetiert und es würde sich alles im Leben komplett darauf fokussieren, dass man nicht stirbt, ja, es würde nur darum gehen auf der Welt, ja, in dem menschlichen Leben würde es nur noch darum gehen, nicht irgendwie auf Planeten reisen oder sowas, das würde sich auf was ganz anderes konzentrieren. Irgendwie ist es hier zur Hölle, kann das sein? Deswegen ist es einfach ganz logisch, dass der Mensch nicht wissen darf, was nach dem Tod passiert. Ja, du darfst es nicht wissen. Man braucht gar nicht drüber nachdenken oder nachforschen, weil man das nicht wissen darf. Hört ihr das? Verdammt. Straßenfeger Fahrzeug. So, das ist meine Meinung dazu. Deswegen weiß kein Mensch, was nach dem Tod passiert, weil man es einfach nicht wissen darf. Das ergibt ziemlich Sinn für mich. Also deswegen, ne, man braucht da wirklich nicht viel rumdenken, was da nach dem Tod passiert, weil man kann es nicht wissen und man darf es nicht wissen. Ja, was ich mit darf meine, ist ein bisschen sehr schwierig, weil ich schon sagen, ist sehr schwierig, weil darf, das hört sich so an, als hätte das jemand bestimmt, ne? Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Ansonsten, das war meine Meinung. Mich würde eure Meinung interessieren. Was passiert mit dem nach dem Tod? Ja, schreibt mir meine Meinung dazu. Ergibt das für euch Sinn, was ich gerade gesagt habe? Ansonsten sehen wir uns, Leute, beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.